Hallöchen und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem weiteren Angespielt auf Zack für euch, ihr Lieben. Und zwar mit dem Spiel BlazBlue, was ein, ja, das ein Action-2D-Kampfspiel ist, was auch so ein bisschen, was auch, ja, was heißt ein bisschen, ziemlich viel Anime-Elemente mit drin enthalten ist. Und das Ganze ist natürlich schon am 13. Februar 2014 auf Steam erhältlich, aber es gab es schon vorher, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Spiel ist auch für einige Plattformen erhältlich. Und über dieses Spiel gibt es auch eine Anime-Serie. Und das Ganze hier ist aus dem Hause H2 Interactive CU. Und ich möchte euch heute ganz gerne mal das Spiel so ein bisschen präsentieren, so ein bisschen zeigen, damit ihr mal so einen Einblick bekommt, wie das eigentlich so an sich ist. Wir haben hier verfügbar den Story-Modus, dann haben wir Score, Attack, Galerie, Option, Exit ist ja hier, wo wir halt uns ausloggen können, Option, da können wir sämtliche Einstellungen im Prinzip eigentlich vornehmen, Sound etc. kennt ihr ja alles. Dann haben wir hier Training für die Leute unter euch, die halt ein bisschen mit seinem Charakter trainieren wollen. Dann haben wir hier den Versus-Mode und wir haben hier den Arcade-Mode. So. Ich werde euch heute aber nicht den Story-Modus präsentieren, sondern den Arcade-Modus. Das hat folgende Gründe. Ich möchte euch so ein bisschen zeigen, wie das Kampfspiel an sich eigentlich ist und wie das halt auch so aussieht, wenn man halt mit dem Charakter kämpfen tut. Den Story-Modus ist nämlich so, wenn ich den Story-Modus euch jetzt zeigen würde, das würde wirklich zu lange dauern, da viel Gerede und Gelaber halt dazwischendurch ist. Und das würde euch ganz schnell langweilen. Das hat in einem Angespielt keinen Sinn. Dann müsste man darüber ein Let's Play an sich machen. Da es aber ja nur ein Angespielt ist, werde ich euch heute den Arcade-Modus zeigen, um halt ein paar Fights ein bisschen zu bestreiten. Und ja, wir gehen jetzt auch schon mal rauf. Wir können jetzt hier auswählen. Wir spielen natürlich hier am PC über Steam, ist ganz klar, mit dem voll unterstützten Controller. Und können jetzt hier uns sozusagen einen Charakter aussuchen, die uns hier zur Verfügung sind. So, wir haben hier einmal Jin, dann haben wir hier, was haben wir noch? Rachel, dann haben wir hier Carl, wer ist das hier? Den kenne ich gar nicht. Arakun, Bang und Haku. Da geht es hier drüben weiter mit V13, ist bestimmt irgendwie so ein Cyborg oder irgendwie sowas in der Richtung oder irgendwie so ein genetisches Teil. Ion Trigger haben wir hier noch. Litchi. Tau Kaka. Noel. Und dann haben wir hier Ragnar the Bloodage. So, und wir werden jetzt auch auf unserem Collision hier klicken, auf Ragnar. Und starten auch sozusagen gleich in dem Kampfmodus. Links wird hier uns noch ein bisschen erklärt. Ein Schwertverbrecher. Ja, ja.
Ich finde das Spiel an sich eigentlich ganz nett. Es macht auch wirklich Spaß. Kostet auch momentan so bei Steam, ich glaube, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Das werde ich aber einfach unten in der Beschreibung mit reinposten, was das genau kostet. Ich will da jetzt keine falsche Aussage machen. So, New Loading. Und die Settings, die sehen eigentlich auch malerweise ganz cool gestaltet aus, muss ich sagen. So ein bisschen japanisch angehaucht. Und egal welchen Knopf ihr beim Charakter auswählen drückt, dementsprechend könnt ihr euch halt die Kleidung aussuchen. Mein Favorit ist ja hier schwarz-rot. So, wir können hier natürlich hier normale Tritte ausführen, haben aber auch die Möglichkeit, Spezialmoves auszuführen, so wie bei Street Fighter, so zum Beispiel das hier zum Beispiel. Oder... Huch. Oh, verdammt. Das ist unser Verteidigungsschild. Der natürlich nur so lange da ist, wie wir Energie haben. Ist ja ganz klar. Oh, jetzt macht sie einen Special Attack. So. Dead Strike! Jawohl, Kick nach oben und einen Schlag in die Fresse und dann liege ich schon. Toll. So. Erstmal hier. Move it! Los! Wie war noch eigentlich diese Fähigkeit? Muss ich mal kurz nachgucken. Auf Start habt ihr auch die Möglichkeit, eure Befehlsliste aufzurufen. Und andere Einstellungen und zum Beispiel auch ins Menü wieder zurückzukehren. So, wir haben jetzt hier die Befehlsleiste. Seelenfresse D, Höllenzahn mit Halbkreis unten nach hinten hinweg und dann die A-Taste drücken. Das wäre dann dementsprechend an euren PC-Controller die B-Taste, wenn ihr mit einem Xbox-PC-Controller spielt. Zusatzangriffe haben wir hier auch. Höllenzahn, Höllenteile. Aufwärtshaken, okay, direkt der Schlag. Nach Abwärtshaken, ach, okay. Harthandschuh, auch aus der Luft anwendbar. Spin Kick, Todesstaffel, okay. Massakerschere, okay. Verzöger, verbraucht 50% Energie, okay. Das ist natürlich an sich eine schwere Attacke. Es müsste vielleicht irgendwie so ein Special Move hier sein. Blood Cane. Mal ausprobieren. Ach, da war schon dieses Spike. Sehr gut. Den habe ich ja auch im Prinzip eigentlich gesucht. Das ist der Halbkreis von unten nach hinten hinweg. Und dann die X-Taste. So. Jetzt hat sie gegriffen aus der Luft. Und was ich noch eigentlich erwähnen wollte, diese Fähigkeiten hier in diesem Spiel sind doch schon so ein bisschen angehaucht an Street Fighter, muss ich sagen. Denn, aktivieren lassen die sich genauso wie halt von Street Fighter, was man halt so von früher kennt. Indem man hier halt auf den Analogstick hier die Halbkreisfähigkeiten nutzt und deine Fähigkeit oder beziehungsweise deine Taste drückt. Finde ich an sich ganz gut gemacht. Hat was für sich. Denn, sag mal so, die alteingesessenen Street Fighter-Spieler oder die halt früher so auf Retros gespielt haben, die kennen es nicht anders. Spike! Und von daher ist das eigentlich an sich sehr nett gemacht und gestaltet. So, wir haben jetzt unseren ersten Gegner besiegt. Das sind immer zwei Runden, die wir hier bestreiten müssen. Und kommen auch gleich zum nächsten Gegner. Junge, das ist nicht mein Tag. Was habe ich getan? Das... Eine Lady von mir und so weiter und so fort.
Jetzt kämpfen wir gegen Noelle, glaube ich. Ja, das ist Noelle, die mit zwei Waffen ausgerüstet ist. Diese natürlich auch durchaus verwenden kann. Ja, ja. Sie kann damit schlagen und dementsprechend aber auch schießen. Und ist aber schwer zu steuern, den Charakter, muss ich sagen. Ich habe den selbst schon mal ein bisschen getestet mal gehabt. Sie ist so ein bisschen militärisch veranlagt. Action! Aua. So. Hat er einen gestreckten Bein? Jawohl, aua. Okay. Auf was wartet sie denn? Auf was wartet sie? Sie lädt sich auf. Sie macht irgendwas. Sie bereitet irgendwas vor. Aua. Und nochmal. Ich komme durch diese Verteidigungsbrücke nicht durch. Ja, jetzt habe ich sie doch erwischt. Ha. War doch ein Klacks. Ragnar, win. Damit haben wir sozusagen gegen Duell jetzt hier die erste Runde bestritten und auch gewonnen. Jetzt müssen wir noch die zweite Runde gewinnen. Autsch. Jawoll. Da haben wir sozusagen eine Greifattacke durchgeführt. Die scheint zu blocken. Ich schlage ja so ungern Frauen. Beziehungsweise gar nicht. Deswegen, naja. Leugnet! Aua, jetzt trumpft sie auf. So, komm schon. Da haben wir sie besiegt. Gut. Haben wir doch noch geschafft. War aber schon ein bisschen knapp. Muss ich jetzt sagen. Die hat schon ein bisschen mehr zugesessen. Obwohl wir sie eigentlich doch noch relativ easy geschafft haben. Sorry, I just can't stand your face. Sorry, ich kann dein Gesicht einfach nicht ausstehen. Das nenne ich ja meine Aussage. So, jetzt kämpfen wir gegen Bang. Der ist auch so ein bisschen gefährlich, dieser Bang. Der hat eine ganz miese Fähigkeit, also eine ganz miese Spezialattacke. Die durfte ich natürlich auch schon am eigenen Leibe spüren, wo ich gegen den mal gespielt habe, so in diesem, wo ich das Spiel einfach mal so ein bisschen ausgetestet habe. Out of my way. I come when I hear the summons for a hero. Here. To fight fair and square. The wheel of fate is turning. Ja, ja, alles klar. Action. Action! So, siehst du, da haben wir den ersten. Are you even trying? Oh, so, komm schon, wir müssen ihn jetzt hier zusetzen. Wir dürfen ihn hier keine Zeit zum Luft holen lassen. Sonst kann das für uns im Grunde eigentlich übel enden. So, komm schon, wir haben ihn gleich. Aua, aua, siehst du, das meine ich nämlich. Sobald man ihm Luft gibt, wehrt er sich dementsprechend ganz schön hart, dieser Bang. Und scheut sich auch nicht, seine Fähigkeiten gegen uns einzusetzen. Der Sack. Erinnert mich so ein bisschen. Oh, gut ausgewichen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Komm schon. So. Hold the rising fist.
Aua, verdammt, da hat er mich fast. Gottling Heidi. So, komm schon. Na, wo ist denn? Komm schon, ich muss mich ein bisschen gerade konzentrieren, deswegen bin ich gerade so voll in diesem... Alter, jetzt haut er mich nach oben. Gottland Haley, und damit haben wir ihn fertig gemacht. Super. Das ging nochmal gut aus. Der wollte aber gerade eigentlich an sich schon wieder loslegen. Der Typ ist echt so ein bisschen unberechenbar, wenn man ihm halt Luft gibt. Der hat auch diese komischen Fähigkeiten, irgendwelche Symbole oder Zeichen so in die Luft zu setzen. Und dann dementsprechend irgendwie, glaube ich, daraus seine Fähigkeiten zu ziehen. Habe ich so das Gefühl, dieser bei diesem Bang. So, jetzt kämpfen wir gegen so einen komischen Verschnitt, der irgendwie mich irgendwie an so einen roten Hulk erinnert. Oder an Hellboy. Ich weiß nicht warum, aber ob das vielleicht an die Farbe liegt oder so, oder an diese komischen Hauer. Auch keine Ahnung. Aber mein erster Gedanke, wo ich diesen Charakter gesehen habe, ging sofort an Hellboy und dem roten Hulk. You need something? Are you Ragnar the Blood Edge? No, you have the wrong person. I am from Sector 7. Ragnar the Blood Edge, I have orders to restrain you. I'd prefer it if you came quietly. If you don't resist, I won't have to hurt you. You didn't hear a word I said, did you? You've got the Azure Grimoire with you. You must have known you'd show up on our ADAP. I do hope you're not mistaking Sector 7 for that subpar librarian. So, what are you gonna do, Mr. Red Devil? So you know of me, then. I suppose I can dispense with the formalities. I'd hoped I wouldn't have to force you, but you've given me no choice. Okay. The wheel of fate is turning. Ich hoffe, ihr konntet das alles gut nachlesen. Wenn nicht, hättet ihr da einfach mal auf Start drücken müssen. So. Wir müssen jetzt hier erstmal ihn eine Beule in seinen Panzer kloppen. Aua, aua, nein, verdammt, lass mich in Ruhe. Du blöder Sack. Oh, der greift auch schon wieder. Fiese Aktion, ganz fiese Aktion. So. Erstmal Geduld üben. Komm schon. Ja, komm her. Komm her. Komm zu Onkel Papa. Na komm. Na, komm. Ja, was denn? Was denn? Wo bleibst du denn? Aua. Hätte ich mal nicht so laut schreien sollen. Zack, und weggeschlitzt. So ist es. Und er lag auf dem Boden. Gefallen wie eine verfaulte Pflaume. Ragnar Win. So, damit haben wir die erste Runde gegen ihn gewonnen. Müssen jetzt nur noch die zweite hier gut überstehen. Aber, boah. Alter, das erinnert mich total an Double Dragon, diese eine komische Mumie in diesem Pharaonengedönse da. Mit seinen gestreckten Armen. Aua, 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 aua. Hörst du mal auf? So. Ja. Komm runter auf den Boden der Tatsachen, mein Freund. Nein, Alter. Der macht einen Special Move. Hilfe. So, gut. Da haben wir ihn nochmal. I should have expected this from the man who carries the Azure Grimoire. A fatal miscalculation. God damn it, that was like hitting a rock. What the hell are you made of? Ugh. I'm not gonna waste any more time on you, asshole.
Das war schon ein bisschen schwieriger gegen ihn, muss ich sagen. Der hat schon so ein bisschen einiges abverlangt. Obwohl ich noch nicht so mit dem Charakter so viele Kombo-Möglichkeiten ausprobiert habe. Aber das ist alles so eine Sache der Übung in einem Kampfspiel sowieso. So, unser nächster Gegner, eine neue Arena 28. Jeez. Oh Gott, der ist übelst. Gegen den habe ich schon mal gekämpft. Der ist, so, weiß ich nicht. Kommt mir so vor wie so ein Formwandler. Aber genau das meine ich nämlich. Der könnte durchaus uns das Leben echt schwer machen. Oh. Nein, was macht er jetzt? Au, 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 au. Oh, was eine Attacke. So, schön gezielter Tritt und er lag auf die Bretter. Aber diese Fähigkeit war echt schon bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Aber dieser Formwandler ist schon... Man muss sich schon ein bisschen aufpassen. So, komm schon. Vor allen Dingen, der hält sich ziemlich viel oben in der Luft immer. Alter, jetzt hat er mich gefressen. Komm schon. Nein, ich bin in seine Falle getappt. Ich Trottel. Verdammt, jetzt wird's schwieriger. Komm runter auf den Boden der Tatsachen, du Vogel. Genau das meine ich nämlich. Es wird jetzt schon... Alter. Jetzt müssen wir hier... Out of my way! Gauntlet! Wo bleibst du? Oh, verdammt, wieder in seine Scheißfalle getappt. Ah, ich habe ihn erwischt mit dem gezielten Fußtritt. Ich musste diese Fähigkeit öfters einsetzen, weil dieser Gegner einfach immer zu in der Luft ist. Und... Er ist ganz schwer, da oben denn zu bekommen, sag ich jetzt mal so, oder an ihn ranzukommen. Aber wir haben es ja doch noch geschafft. Ja, der hat mich gerade wirklich ein bisschen wahnsinnig gemacht. So, neuer Gegner, neues Glück, neue Runde. Gegen Tao Kaka kämpfen wir jetzt als nächstes. Weiß ich allerdings nicht, was sie darstellen soll. Ob das irgendwie so eine Maske ist, was sie auf hat. Oder irgendwie doch irgendwie so eine komische Gestalt. Ach, wie geil. The wheel of fate is turning. Rebel, one, action. Oh, ich hab gedacht, da gibt's jetzt eine... kleine Vorgeschichte oder sowas. Oder so ein bisschen Palaver, damit wir vielleicht wissen, wer sie ist. Ja. Komm schon. Ach. Die Stimme, die ist ja geil. Aber die scheint... Wow, okay. Sie hat Katzenfähigkeiten.
Aber sie scheint auch von den Moves her irgendwie sehr schnell zu sein, muss ich mal sagen. Also bewegungsmäßig ist die auch nicht so eingeschränkt. Die ist doch schon eigentlich flink unterwegs. Oh, was war das? War das ein Hadouken? Das sah mir wie ein Hadouken aus. Das sah mir echt wie ein Hadouken aus. Oh, nicht getroffen. Hells! Gauntlet! Dead Spike! Und noch ein Dead Spike. Los! Wow. Alter! Lass mich in Ruhe! Nein! Oh, Gott sei Dank nochmal unterbrochen. Was? Okay. Finish! So, und da haben wir sie erwischt. Ja, da konnte ihre Bewegung doch nichts mehr ausmachen. Ragnarin. So, damit haben wir diese Runde auch erfolgreich überstanden. Sehr gut. Winner! I told you, I'm busy, I'm in a hurry, and I don't have any money. Die Sprüche hier zwischendrin, die finde ich auch irgendwie so cool. Die erinnern mich so ein bisschen an wieder an Street Fighter, aber diese neue Auflage, die es halt für den PC auch gibt. Da sind auch so eine Zwischensprüche, die ziemlich cool rüberkommen. So, gegen wen kämpfen wir jetzt? Wer ist jetzt unser Gegner? Ich habe gerade nicht so richtig drauf geachtet. Wir kämpfen jetzt in Kakuzushi. Okay. Ich würde sagen, diesen Kampf werden wir jetzt hier noch bestreiten. Und dann werde ich auch langsam schon zum Ende kommen. Hier haben wir jetzt bei diesem besonderen Gegner haben wir sozusagen zwei zu bekämpfen. Denn da ist nämlich noch so eine Marionette dabei. So. Weg mit dir. Aua, aua, verdammt. Jetzt habe ich eine enge... Jetzt habe ich ihn in der Enge getrieben, da wo ich ihn hinhaben wollte. Ist zwar eigentlich kein feiner Schachzug, bei einem Kampfspiel seinen Gegner so ein bisschen in die Ecke zu drängen. Aber um euch das Ganze hier einfach mal so ein bisschen zu demonstrieren, denke ich mal, ist das schon okay. Perfekt? Wie? Ich habe ihn perfekt gemacht? Okay, nicht einen Schlag abbekommen? Das ist ja mal ein Ding, du. Alter, jetzt sieht es schon ein bisschen anders aus. Aber jetzt hat er mich geschmissen. Damit ist sozusagen jetzt der Perfekt wieder vorbei. Ja, außer Traum. Wie gesagt, hier in diesem Kampfspiel sind das halt schnelle Bewegungen. Und je schneller ihr halt eure Fähigkeiten auch an den Controller bzw. an der Tastatur drücken tut, umso schneller führt der Charakter auch sozusagen die Fähigkeiten aus. Und dementsprechend sind das auch ziemlich schnelle Bewegungen hier in diesem Kampfspiel. Man kann das Ganze natürlich aber auch langsamer machen, aber ich denke mal, wenn man erstmal so drin ist in so einem Kampfspiel und diese Fähigkeiten schnell genug drückt, ja, dann ist das schon so... Dann geht das schon so über. So. Jetzt ist hier unser nächster Gegner Jin. Der Eisfähigkeiten besitzt. Kann ich auch ganz kurz mal zeigen. Bevor ich hier diese Aufnahme jetzt beende. So, das ist Jin. Come on! Is that any way to greet someone? Looks like you're as reckless as ever.
You haven't changed at all. Although I have to admit, I'm a little relieved. What the hell are you doing here? No, never mind that. I've got a whole bunch of other questions you need to answer. Make it easy on yourself and just stand there while I cut you up. Whoa, you're asking for quite a bit. I have to say, though, there's enough money on your head to buy a small country. A whole lot of people are looking for Ragna the Blood Edge. That's got nothing to do with you! But don't worry. I won't let anyone else touch you. You're all mine. You okay. Son of a bitch. Yes, that's it. I'd almost forgotten this feeling. To think that we'd meet like this again. That I'd have the chance to kill you again! Enough nostalgia. Let's kill each other! Ragna! Okay, die scheinen sich wohl irgendwie zu kennen, habe ich so das Gefühl. Da, das meine ich nämlich, er besitzt Eisfähigkeiten. Natürlich kann er auch mit seinem Schwert angreifen, was ich an sich eigentlich sehr cool finde. Aber auch gar nicht so einfach zu steuern ist, dieser Charakter, muss ich sagen. Ich habe ihn auch schon mal persönlich gespielt. Und der kann auch... Alter, momentan benutzt er nur Nahkampf-Eisfähigkeiten. Er kann aber auch... das zum Beispiel, Fernfähigkeiten aus Eis einsetzen. So, gut. Das sollte jetzt aber an der Stelle genügen. Ich habe euch noch mal kurz den Charakter gezeigt, wie er abgeht. Ich bin zwar trotzdem gleich am Verlieren, aber das macht ja nichts. Das war jetzt beabsichtigt. Um euch einfach mal die Fähigkeiten zu zeigen. Ja, wenn es euch natürlich Spaß gemacht hat, zuzuschauen, euch gefallen hat, dieses kleine Spiel, oder vielleicht das auch ganz gerne selber mal spielen wollt, dann ladet ihr euch oder kauft euch das doch einfach bei Steam. Und ja, schreibt mir euch in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel haltet, ob es was für euch ist oder nichts für euch ist, oder ob es doch irgendwie mal so ein ganz nettes Zeitvertreibspielchen ist für zwischendurch. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Angespielt oder auch Let's Play. Euer Storm. Bye, bye.